Hallo, liebe Alplan-Anwenderinnen und Alplan-Anwender. Die sehr gute Resonanz auf meinen Film Making of der Bibliothek St. Gallen hat mich motiviert, Ihnen zum Thema Alplan und BIM öfter mal was Nützliches aus der Praxis zu präsentieren. Für heute habe ich mir die Objektorganisation mit den Objektpaletten von Alplan sowie unser Add-on 3D-Bemassung vorgenommen. Lasst uns starten. Wir sehen hier das Ausführungsmodell meines Einfamilienhauses. Die wesentlichen Bauteile sind alle in 3D erfasst. Ich habe mir im Vorfeld mit Bildausschnitt speichern 3 Positionen abgespeichert. Wir nutzen nun die Objektpalette, um uns erstens nur die Ostseite einzublenden. Anschließend deaktivieren wir bei den Materialien die vorgehängte Fassade sowie die äußere und die innere Beplankung. Als Referenz zum Bestand aktivieren wir uns noch das Teilbild mit der Garage. Als erstes ermitteln wir eine Referenzhöhe. In unserem Fall ist das die Kote vom OK Garagendach. Wir merken uns die plus 2,30 Meter. Wir wechseln zu den Add-ons, konkret zur 3D-Bemassung. Nutzen die Funktion Höhenquote, um unser 3D-Modell mit wichtigen Höheninformationen zu versehen. In den Eingabefeldern stellen wir uns die Werte so ein, dass die Größe der Informationen im Modell gut lesbar wird. Wie Sie sehen, können wir OK-Quoten und UK-Quoten mit einem Klick in der Eingabemaske umstellen. Ähnlich wie Sie es aus der 2D-Bemassung kennen, können wir mit dem Add-on auch Modelle bemassen. Das geht am besten in einer isometrischen Darstellung, da wir mit eingeschalteter Spurlinie die Maßlinien optimal setzen können. Nach den vertikalen Maßketten erzeugen wir nach der gleichen Methode simpel, einfach und schnell auch horizontale Maßketten. Als Planer geben Sie so Ihrem Modell wesentliche Informationen mit auf den Weg, die von Ihren Planungspartnern oder auch von den Leuten auf der Baustelle sehr geschätzt werden. Das geht so in der gleichen Methode weiter, bis das Modell alle Informationen beinhaltet, die es für die Ausführung braucht. Wir nutzen das Add-on 3D-Bemassung nun, um ein Bauteil zu beschriften. Anschließend exportieren wir die Daten als IFC-Datei. Ihr Planungspartner kann die Modelldaten auf BIM Plus oder per E-Mail übermittelt bekommen. Er kann es mit einem beliebigen IFC-Viewer wie Solibri Anywhere, BIM Vision oder BIM Collab Zoom öffnen und kann sich so an jede Stelle beliebig heranzoomen. Bestellen können Sie das Add-on 3D-Bemassung bei Ihrem Alplan-Händler oder auf unserer Homepage www.cds-bausoftware.ch. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Nutzen auch Sie diese Chance und produzieren Sie Daten, die auf der Baustelle hohen Nutzen erzeugen. Für Sie hat das den Vorteil, dass Sie weniger Ansichten und Schnitte zeichnen müssen. Es freut mich, wenn ich Ihnen etwas Wissen übermitteln konnte und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Vielen Dank, Ihr Marcel Stieger.